Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier in der alten Kolonie, kann man sagen. Wir sind aber auch gerade sehr stark verwundet und da sind paar Blutfliegen. Die würde ich mir mal gleich snacken wollen. Aber erstmal was futtern, damit wir wieder Gesundheit kriegen. Habe ich jetzt die Milch gefressen? Nein, ich habe jetzt. Ich wollte den Käse essen. Verdammt, jetzt muss ich wieder neue Milch organisieren. Wir hatten das ja für eine Quest. Wir hatten das für eine Quest gebraucht. Jetzt brauche ich wieder neue Milch. Einer reicht. Ich will nur einen von euch. Ja, komm. Okay, den treffe ich gar nicht. Ja, komm. Alter. So, da kommt schon der nächste. Ja, komm. Ist doch nicht deren Ernst. Da hinten, glaube ich, habe ich Wölfe gesehen, oder? Ja, das sind Wölfe. Hinterm Stein. Ja, komm. Nice, Stufenaufstieg. Die eine Blutfliege gönnen wir uns aber noch. Eben schnell. Nice. Und schnell speichern. Das können wir jetzt auf die 1 mal speichern. Wir hatten jetzt lange auf die 2 gespeichert gehabt. So, Wölfe. Davon gibt es wieder Blutfliegen. So, wenn wir jetzt hier einmal gucken, wir haben wieder 10 Lernpunkte. Das könnten wir wieder auf zwei Hände machen. Wir könnten aber auch mal Schlösser öffnen, einfach mal üben. Wo zwei Hände mir jetzt deutlich lieber wäre. Wir sind aber auch ganz schön low level noch. Ja, nur dich will ich. Ja, du reicht mir. Einer reicht. Ja, jetzt kommen beide. Komm. So, das heißt, es gibt wieder Fleisch zum Brutzeln. Und die Blutfliegen können wir uns noch gönnen. Was brauchen wir noch für die nächste Stufe? Wie viel? 39.000. Stufe 11. Wir hören aber noch gar keinen Kreis an. Aber gut, dass wir hier ein bisschen noch unterwegs sind. Dass wir hier noch ein bisschen skillen können. Da hinten sind wieder Wölfe. So, der kommt. So, da hinten. Nächste bitte. Komm, komm, komm. Ja, das war gut. Okay, der war jetzt richtig mies. So, da ist schon der nächste. Wie habe ich den jetzt getroffen? Oh, nice. Aber Schaden haben wir noch keine bekommen. Da sind noch mehr Wölfe und Blutfliegen. Da hinten. Okay, hier ist es gut, was Skillpunkte angeht. So, der kommt schon angerannt. So, komm. Nice. Eben noch looten. Und den da auch noch. Na, kämpfen ist noch nicht so drinne bei mir, kann man sagen, auf jeden Fall. Ich habe das noch nicht so ganz raus.
Aber wir müssen zusehen, dass wir hier auch irgendwo wieder... Das sind jetzt zu viele auf einmal. Okay, nice. Das ging gut. Da habe ich noch nicht vorhin zu gehen. Einer. Einer. Der kommt. Komm. Alter. Der will mich doch verarschen. Jetzt trifft den. Das speichern wir einmal auf die 1 wieder. Weil, ja, wir müssen irgendwie... Oh. Hier liegen ein paar Leute. Ja, okay. Sind das Paladine? Wer sind denn dort? Nehmen wir alles auf jeden Fall mit. Warte mal, das kenne ich doch. Ah, das ist die alte Höhle. Und wer ist das? Wer ist das? Diego! Hey! Ich dachte, du wärst tot. Wir haben Diego wiedergefunden. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinis. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinis aufmachen. Hab da noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Ja, nice. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Na schön, wenn das deine Mission ist, sprich mal mit Kommandant Garond. Wenn jemand was über die Drachenangriffe weiß, dann sind es die Jungs in der Burg. Und wenn du schon mal in der Burg bist, kannst du Garond direkt etwas erzählen, was ihn sehr interessieren dürfte. Okay. Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen, aber dann werde ich nicht mehr da sein. Okay, wie bist du an das Erz gekommen? Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvester auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich sehe schon Funken. Um mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück. Denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Oh, die Minecrawler. Okay, was mit den beiden toten Rittern? Ja, was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Ja, okay. Was muss ich über das Tal wissen? Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals. Die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Ja, das machen wir uns erstmal. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar. Was willst du wissen? Stärke, Geschicklichkeit. 15 Lernpunkte. Für 5 Stärke. Alter, ist das jetzt allgemein so teuer? Lass uns zusammengehen. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran. Du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen.
Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Ja, alles klar, komm mit. Alles klar. Alles klar. Wenn du losgehen willst, sag Bescheid. Ja, komm mit. Komm mit. Komm mit. Alles klar. Aber erstmal will ich hier reingehen, gucken, was wir looten können. Hier haben wir wieder ein paar Tränke. Die sind nicht rot markiert. Die Dinger kann ich nicht looten. Und hier ist Erz drinne. Das heißt also, das Funkeln, dass da drinne das Erz ist. Ich speichere das. Wir haben Diego wieder gefunden. Boah, ich bin so froh, ihn wieder gefunden zu haben. Jetzt nur noch Gorn und Milton. Milton, glaube ich, fehlt noch. Lester hatten wir ja schon. Jetzt müssen wir Gorn finden. Oh, gut, dass wir hier hingegangen sind. Okay, die beiden Ritter gibt es jetzt nicht mehr. Wie kamen wir überhaupt hierher? Das ist die alte Barriere. Nicht die alte Barriere, die... ich würde sagen, wir gehen mal außen rum. Von da, wo wir, wie wir hier irgendwie hergekommen sind. Zum Glück haben wir jetzt gerade gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Gorn ist. Und Gorn hätte ich gerne noch am Leben. Ist er noch hinter mir? Der ist noch hinter mir. Ich glaube, von hier kamen wir irgendwie, irgendwo. Wenn wir jetzt... Varane kamen wir schon gegen an, oder? Ich hab's vergessen. Oh, Heilkraut. Drei Varane mit Gorn an unserer Seite. Könnten wir das schaffen? Einen nach dem anderen. Ja, nur dich. Erstmal nur einen, ja? Nichts zu holen. Hat Gorn ihn getötet und... Die Erfahrungspunkte haben wir auf jeden Fall bekommen. Nein, nicht auf Diego. Habe jetzt Diego aus Versehen angegriffen? Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Da oben sind Feuerbarane. Ich würde sagen, wir gehen mal lieber unten rum. Speichern noch einmal. Das sind jetzt unsere Erfahrungspunkte. Die sind wichtig, die wollen wir behalten. Aber 15 Lernpunkte, das ist schon sehr, sehr teuer. Naja, egal. Wir werden damit noch irgendwie irgendwann zurechtkommen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel man hier an Erfahrungspunkte sammeln kann. Ich weiß nur, man kann sich hier verskillen. Vielleicht futtern wir endlich mal ein bisschen was Schinken. Hatten wir nicht. Doch, da oben sehe ich jetzt gerade, aber egal. Jetzt haben wir... ja. Das wird erstmal so reichen. Aber ey, immerhin einen unserer alten Kumpanen haben wir wiedergefunden. Also jetzt den zweiten von vier. Diego, Gorn, Lester und Milton. Bist du lebensmüde? Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Ach, Heiltrank geben. Extrakt der Heilung geben. Hier, nimm den Heiltrank. Okay. Also hier rum nicht. Okay, müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Mit Diego. Wie sieht's denn hier oben aus? Hier gab es wahrscheinlich Orks.
Sag mal, hörst du mir nicht zu? Nicht zu nah an die Burg. Ja, okay. Wir suchen uns einen Weg. Wir suchen uns einen anderen Weg. Die Frage ist nur, worum? Wo gehen wir entlang? Also unseren Weg können wir nicht. Ich habe so die Vermutung, wir müssen so vom neuen Lager, also den damaligen neuen Lager der Kolonie aus rübergehen. Ich bin jetzt am Überlegen, wo ging es nochmal dahin? Wo war nochmal der Weg? Da hin zum neuen Lager und vom neuen Lager aus raus? Da sind wieder die Orks. Da sind ein paar Blutfliegen. Blutfliegen machen wir. Nice. Ah, ich behalte die Waffe lieber dran. Boah, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ah. Was hat er gekillt? Wo ist denn das? Ein Warg. Das gibt uns auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Nice. Okay, wenn er die... Und Fleisch, auf jeden Fall. Ja, wo müssen wir lang? Da vorne sind Ork. Speicher einmal hier, bevor wir da hingehen. Diego, ich brauche Hilfe. Okay, ein Ork hat er gekillt. Kümmert sich Diego drum, wir nehmen die Erfahrungspunkte. 350 in einmal, naja. Ah, nice. Da ist nichts zu holen. Schwere Ork-Axt, die nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Nichts zu holen. Ich bin wahrer Held. Da. Wie viel Leben hat Diego noch? Ah, der hat schon einiges eingesteckt. Das heißt, wir müssen jetzt auch zusehen... Butlerfleisch, nice. Wir müssen zusehen, dass wir ihn auch heilen. Feuerkraut nehmen wir auch mal mit. Ah, da vorne gibt es wieder ein paar Orks. Diego, kümmer du dich mal drum. Während ich hier renne. Diego. Ja. Okay, so können wir ausweichen. Ich bin ein echter Held hier. Diego. Wo ist Diego? Diego, hier sind noch ein paar. Mach die bitte alle, ja? So, okay, Diego lebt noch. Ja gut, jetzt haben wir da ein bisschen frei gemacht. Ich bin ein echter Held. So, ich speichere das einmal. Dann gehen wir mal hier rum. So. Ach, Heilkräuter, nice. Weidenbeere. Feuerkraut. Gibt's hier noch mehr? Noch ein Trank. Hier muss es doch noch mehr geben, ne? Dunkelpilz, nice. Butlerfleisch. Schade, dass wir jetzt hier keine Map haben. Ich würde vielleicht mal einmal kurz heilen wollen.
So, Dunkelpilz. Oder warte, Feuerkraut, Heilkraut. Nehmen wir ein bisschen Heilkraut lieber. Was haben wir hier eigentlich? Gürtel der Kraft. Wir haben Amulett der Kraft, Stärkebonus. Ja, okay, aber wenn wir die jetzt ausziehen, haben wir glaube ich nicht... Snapper! Bevor wir da hingehen, gehen wir mal ganz vorsichtig hier rum. Sind das normale Snapper oder? Das sind normale Snapper. Alter, gleich so viele, Diego! Ein Mistvieh weniger. Diego, okay, der. Nichts zu holen. Okay. Diego heilt sich zumindest selbst. Boah, vielleicht können wir gegen den Razor da ankommen. Der bzw. Drachensnapper. Mit Diego. Aber okay, hier, das Gebiet kennen wir. Jetzt ein paar Blutfliegen. Boah. Und ein Wag. Diego. Okay, nice. Ich brauche mich hier um gar nichts zu kümmern. So, den Wagt. Looten wir. Blutfliege können wir ja nicht looten. Jetzt ist nur die Frage, wo war Feuerkraut? Wo war nochmal der Weg hier raus? Das war das nicht. Ich sehe auch gerade gar nichts hier im Dunkeln. Nein! Ein Mistvieh weniger. Okay, wir sind einmal gestorben. Kann mal vorkommen. Genau, da hinten dann die Wags. Also die Blutfliege und den Wag. Wir lassen nur noch Diego kämpfen. Und wir sammeln nur die Erfahrungspunkte ein. Diego! Wir kämpfen wie ein echter Held. So, nein, ich will den Wag looten. Diego, geh mal ein paar Meter weg. So. Und dann holen wir uns den Untoten da oben. Beziehungsweise Diego holt ihn. Wenn wir ihn auf uns locken. Out. Okay, der hat uns erwischt. Rostiger Zweihänder. Was habe ich eingesammelt? Knochen wahrscheinlich hier. So, hopp. Und nochmal. Da sind wieder Snapper, aber egal, wir wollen einen Ausweg finden hier. Wir wollen hier wieder raus. Da vorne gibt es ein paar Heiltränke. Ich hoffe aber keine Untoten. Wasser. Knochen eines Skeletts. Müssen wir verkaufen. Diego, bist du da? Diego! Wo ist Diego hin? Wo ist Diego? Diego? Ich finde ihn nicht mehr. Aber bitte ist er nicht tot. Oh nein, es ist dunkel und ich finde ihn nicht.
Warum hat Diego kein Glöckchen? Hey, jetzt ernsthaft, wo ist er? Ich sehe ihn da auf dem Bildschirm auch nicht. Blauflieder immerhin. Oh nein. Bitte sagt mir jetzt nicht, Diego ist weg. Okay, jetzt habe ich mich hier verbuggt. Nein, 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 komm. Ja. Wenn man Diego verloren hat, wie findet man ihn wieder? Oh, Heilkraut. Dunkelpilz. Noch ein Dunkelpilz. Wo ist er vorhin gewesen? Ich will jetzt... Ich höre Goblins. Wahrscheinlich untote Goblins. Wo ist Diego? Und wie spät haben wir es? 22 Uhr erst? Ich höre hier Snap, aber wo ist Diego? Feuerkraut? Hier Heilpflanze? Noch ein Heilkraut? Alter, wie laut wird das jetzt gerade hier? Alter! Hast du Diego gesehen? Ja, ich würde sagen, ich mache hier einen Break. Oh nein, Untoter. Ich mache jetzt noch keinen Break. Vielleicht können wir mit Hilfe des Untoten Diego wiederfinden. Hier ist ein neuer Dunkelpilz. Ist er noch da? Oh nein, muss ich jetzt wirklich... Muss ich jetzt wirklich nochmal neu laden, um Gorn wieder zu kriegen? Diego wieder zu kriegen? Der ist hinter mir her, ja? Ich habe keine Ahnung, wo Diego hingegangen ist. Dass wir ihn verloren haben. Vor allem, ich sehe auch gar nichts gerade. Wo haben wir eine Fackel? Hier. Müsste ich mal öfters Fackeln benutzen. Aber wo ist Diego jetzt hin? Ja, egal. Dann mache ich hier einen Break. Ich lasse es aber so quasi... Ein bisschen so stehen, so. Ich mache jetzt keine Pause draus, aber ich lasse so stehen, bis es heller ist. Dass wir dann, ja, ein bisschen sehen können. Ein bisschen Licht haben. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und bleibt schmutzig. Ciao.